PengelSwap veröffentlicht nach langer Zeit ihr Business White Paper und das schauen wir uns heute genauer an. Für die englische Version sind andere YouTuber zuständig. Wer also faul zum Lesen ist, kann sich das gerne ansehen und anhören. Finanzprodukte, die PengelSwap anbietet, sind Multi-Road Token Trading, Liquidity Pools, Farming, Cross-Chain Bridge, Staking, NFT-Staking und Investment Hub. Wir werden uns das alles genau angucken. Danach schauen wir uns den Void Token an und die Anreize, die damit entstehen. Token Swaps. Mittlerweile sind sogenannte Token Swaps vielen bekannt. Man nimmt Token A und tauscht ihn für Token B. Fertig. PengelSwap will hier die Gebühren dabei so gering wie möglich halten. Es verwendet einen intelligenten Algorithmus, um die günstigsten Handelsrouten zu finden und Gebühren zu minimieren. Es nutzt auch moderne Technologie, um hohe Transaktionsvolumina auch bei geringer Liquidität zu ermöglichen und hochfrequenziellen Händlern spezielle Vorteile wie Limit Orders, optimierte Gebühren und eine gebührenfreie Basis auf Transaktionsebene zu bieten. Die Liquidity Provision. PengelSwap ist ein dezentraler Handelsmechanismus, bei dem Nutzer, die als Liquiditätsanbieter bekannt sind, eine beliebige Anzahl von Pools ihrer Wahl Liquidität zur Verfügung stellen können. Diese ermöglicht es den Nutzern, eine kalkulierte Position in einem Vermögenspaar ihrer Wahl aufrecht zu erhalten, während sie ihr ansonsten ungenutztes Vermögen zum Einsatz bringen. Der Mechanismus ermöglicht es jedem Einzelnen, die Vorteile zu nutzen und die Risiken zu beherrschen, die mit der Tätigkeit als professioneller Market Maker verbunden sind, um echte Rendite und Profitabilität zu erzielen. Die Liquiditätspools oder auch LPs von PengelSwap wurden mit Blick auf maximale Sicherheit und höchste Kapitaleffizienz entwickelt und verwenden einen CLMM-Algorithmus, ein Concentrated Liquidity Market Maker, der es Liquiditätsanbietern ermöglicht, Positionen zu platzieren, die an bestimmten Preisspannen gebunden sind, sodass die Nutzer die Bedingungen für ihre Liquiditätsbereitstellung individuell anpassen können. Konzentrierte Liquiditätsprotokolle führen zu erheblichen Verbesserungen sowohl für Liquiditätsanbieter als auch für Händler. Die Liquiditätsanbieter profitieren von höheren Renditen und mehr Flexibilität, während die Händler in den Genuss einer höheren effektiven Liquidität und niedrigen Gebühren kommen. Eine Studie des Forschungsteams von Uniswap Labs ergab, dass CLMM-LPs vergleichbare IMM-Positionen um durchschnittlich 54% übertreffen, wobei die Kapitaleffizienz um das bis zu 4000-fache steigt. Wie hier zu sehen, vergleicht man die automatischen Market Maker mit den Concentrated Liquidity Market Maker. Bei den automatischen ist die Preisspanne der Gebühren sowie die Exposition alle starr, während dessen bei PengelSwap viele Variationen möglich sind. Der CLMM-Algorithmus von PengelSwap bietet eine außergewöhnliche Kapitaleffizienz, die höhere Renditen bei geringerer Liquidität ermöglicht und die Handlungsabweichungen zum Vorteil aller Nutzer reduziert. Darüber hinaus verfügt er über einen Oracle-Balancer-Algorithmus, der das Risiko eines unbeständigen Verlustes für Liquiditätsanbieter minimiert, indem er die aktuellen Preise der PengelSwap-LPs mit den Daten eines zuverlässigen Chainlink-Oracle vergleicht und die Swap-Gebühren anpasst. Um die Auswirkungen volatiler Marktbedingungen zu verringern und die Einnahmen aus LP-Gebühren zu erhöhen, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. Was das Konzept des Oracle Balancer ist und wie es funktioniert, wird auf der nächsten Seite erklärt mit einer Skizze. Man vergleicht einige Referenzen, ob sie zutreffen oder nicht. Trifft hier nichts zu, wird die Liquiditätsbereitstellungsgebühr wie üblich festgelegt. Trifft alles zu, erhöht sich die Gebühr um 25%. Liquidity Farming. Kommen wir zu Liquidity Farming. Es gibt immer gute Gründe, mit einigen Tokenpaaren extra Geld zu verdienen. Das sogenannte Liquidity Farming. Das beste Beispiel hierfür ist, wenn ein neuer Token eingeführt wird und mit ihm ein neuer Liquiditätspool entsteht. Auch hier kann PengelSwap helfen. Entweder wird hierfür der Void Token oder und andere Kryptowährungen benutzt. PengelSwap nennt das Ganze Asteroidenfarm. Diese Funktion bietet euch entweder einzelne Token als Belohnung oder als Multitoken-Belohnung. Dadurch wird eine komplett neue Tokenökonomie bereitgestellt, die auf eure individuelle Wünsche angepasst ist. Das Ganze soll folgendermaßen funktionieren. Basierend auf der Preisspanne kann das CLMM nicht auf bestimmte Tokenpaare, sondern auch für Preisintervalle Farmbelohnungen generieren, basierend auf generierten Gebühren. Hier wird man basierend auf der Leistung belohnt, beispielsweise durch die Handelsgebühren. Somit arbeitet der Teil, der aktiv ist, und der inaktive Teil ruht. Damit steigt die Effizienz gegenüber herkömmlichen Börsen. Und als letzter Teil die intelligenten Farmen.
Alle Farmbelohnungen werden das dezentrale Reputationssystem von TangleSwap nutzen. Damit kann man seriöse Inhaber oder Händler identifizieren, die dem Ökosystem am meisten helfen. Das soll das Problem des sogenannten Söldnerkapitals oder Mercenary Capital lösen. Damit soll auch ein langfristiges Anreiz gegeben werden. Im folgenden Bild sehen wir einige Strategien und Möglichkeiten, die dargestellt sind. TangleSwap will sich dadurch von anderen Marktteilnehmern abheben und das sogar innerhalb des IOTA-Ökosystems. Cross-Chain Bridge. Natürlich darf eine Bridge nicht fehlen. Das ist die Tür für weitere Ökosysteme und dient für einen langfristigen Erfolg. Deswegen hat TangleSwap eine Partnerschaft mit Multichain.org geschlossen. Multichain hat 27 Mitglieder, darunter Ethereum, Aave, Binance, Bitcoin, Polygon und natürlich IOTA und Shimmer. Insgesamt 81 Token. Es soll genauso einfach sein, wie man es von Multichain kennt. Vote Escrow Staking. TangleSwap nennt das Staking Gravitationsfelder. In erster Linie soll es als konstanter Ertrag dienen, wie man das von Staking kennt. Hier kann man dann Void-Token einsetzen, aber auch andere Web3-Projekte kann dieses Feature bereitgestellt werden als eine Art Modul oder, wie TangleSwap es nennt, Staking as a Service. Somit können diese Projekte oder Unternehmen Infrastruktur, Know-how und eigene Entwicklungskosten sparen. NFT-Staking. Wie es einige schon denken, kann man mit NFT-Staking seine gekauften NFTs einsetzen, um passive Erträge zu erwirtschaften. Das wird als NFT-Docking-Station genannt. TangleSwap will hier den NFT mehr Anwendung bieten als nur Bilder. Diese Erträge müssen nicht unbedingt geldlich sein, sondern können auch andere Belohnungen sein. Hier verbirgt sich auch ein sehr großer Entwicklungsplan, wie TangleSwap schreibt. Investment Hub. Der Intergalactic Investment Hub will das vielversprechende Seed- und Pre-Seed-Investment, welches nicht nur den großen Playern vorbehalten werden soll, allen anbieten. Damit können wir in allen neuen Projekten als erstes investieren. Auch hier spielt der Void-Token eine große Rolle. Das waren erstmal alle Möglichkeiten, die TangleSwap uns allen bietet. Damit sollten diese 7 Möglichkeiten jedem zusprechen. Und in fast allen Investmentmöglichkeiten spielt der eigene Void-Token eine große Rolle. Diesen schauen wir uns jetzt im White Paper an. Der Void-Token. Alle Protokolleinnahmen, die organisch entstehen, werden den Void-Inhabern überwiesen und damit eine Beteiligung am Erfolg von TangleSwap. Damit das alles funktioniert, gibt es verschiedene Mechanismen, die hier greifen und die werden im White Paper erläutert. Das Buyback and Burn Blasters, Triple B. Damit alles ineinander greift, sollen Rückkäufer der Void-Token stattfinden und diese dann im Burn-Prozess vernichtet werden. Im ersten Schritt wird versucht, im offenen Markt Void zu kaufen, im zweiten dann verbrannt. Somit sinkt das Volumen und der Preis steigt. Hier wird angenommen, dass die Anwendungsfälle, wo diese Buyback und Burn Blasters eingesetzt werden, wachsen wird. Der aktive Handel im Markt wird mit 30% der Handelsgebühren aus allen Liquiditätspools von TangleSwap finanziert. Die Genesis NFT-Kollektion, die 2022 eingeführt wurde und ausverkauft ist, wird nur im Sekundärmarkt verkauft. Hier werden die 5% Lizenzgebühren an die Blaster geschickt. TangleSwap wird seine eigene Liquidität erwerben und diese Gebühren fließen zu 100% in den Blaster. Der Investment Hub wird einigen Projekten eine erhöhte Tokenzuteilung ermöglichen, wenn man seine Token direkt zu den Blastern schickt. Dazu aber später mehr. Void Energy. Was ist eigentlich diese Void Energy? Viele dezentrale Finanzanwendungen bieten Anreizsysteme. Bei TangleSwap ist es die nicht übertragbare Void Energy, kurz VE. Das VE ist ein Reputationssystem, welches ein großes Problem der Dezentralität umgeht, die Anonymität. Nutzer können hunderte von Konten erstellen und man kann schlecht etwas nachvollziehen. Auch ist das Reputationssystem meist an die bestimmten Tokenanzahl gebunden. Somit kann das alte System schlecht zwischen wertvollen Unterstützern und kurzfristigen Teilnehmern unterscheiden. Wie wird die Void Energy generiert? Hierfür gibt es 2 Ressourcen, der Void Token und die Zeit. Damit kann man nur VE erzeugen, wenn man lange den Void Token sperrt. Die Berechnung erfolgt folgendermaßen. Void Energy ist Anzahl der gestakten Void mal Staking-Dauer. Das heißt, man kann das gesperrte Kapital weder abheben noch reduzieren, aber die Laufzeit oder das Kapital erhöhen. Die minimale Einsatzdauer beträgt 7 Tage, maximale Dauer sind 1400 Tage oder umgerechnet ca. 3,8 Jahre. Ist die Zeit abgelaufen, kann man wieder entscheiden, was man mit seinen Void-Token anstellen will. Die VE soll dabei sehr kostbar sein, denn wenn man nur ein Void-Token abhebt, hat man seine ganze VE verloren. Getreu dem Motto, einen Ruf aufzubauen, ist schwerer als ihn zu verlieren. VE ist weder übertragbar noch handelbar.
Das White Paper zeigt auch ein paar Beispiele. User A staked 1000 Void für 28 Tage, am Ende erhält er 28.000 VI, denn 1000 mal 28 Tage sind 28.000. User B staked ebenfalls 1000 Void für anfänglich 21 Tage, 11 Tage später entscheidet er sich 7 Tage länger zu staken, am Ende erhält er genau 28 Void, denn 1000 Void mal 21 plus 7 Tage ist 28.000. VI wird immer im Voraus produziert, deswegen kommt die gleiche Anzahl an VI wie im ersten Beispiel. User C staked 500 Void für 28 Tage, was 14.000 VI entspricht. Am 11. Tag entscheidet er sich, weitere 500 Void hinzuzufügen. Das heißt, 500 Void mal 18 Tage sind 9.000 VI. Damit ergibt sich am letzten folgenden Tag 14.000 plus 9 VI. 23.000 VI. Und User D steckt 500 Void für 28 Tage und am letzten Tag hebt er seine Void ab, damit hat er 0 VI. Welchen Vorteil hat es, VI zu haben? VI ermöglicht es, an Abstimmungen teilzunehmen, Governance ist wichtig und VI ist damit die einzige Möglichkeit, Stimmrechte zu erhalten. Auch Void-Token bekommt man für langfristige Sperren. Damit werden alle Void-Token auf der Grundlage der relativen Menge an VI und nicht nach dem Void-Bestand oder anderen Werten vergeben. Ein Teil der Farming-Belohnungen werden nun an den Liquiditätsanbietern zugänglich sein, die auch bewiesen haben, dass sie es wert sind, indem sie genug VI haben. Token Distribution. Es sollen insgesamt 100 Millionen Void-Token existieren. Diese sollen innerhalb 2 Jahren entstehen. Am Anfang werden die Token folgendermaßen verteilt. 69,5% für die Anreize, also die Liquiditätsanbieter und Staker ausgeschüttet. Ein Erwerb von eigener Liquidität könnte eine weitere Alternative hier darstellen. 10% werden im Vorverkauf ausgeschüttet. Dieses wird strategischen Partnern und Ascension NFT-Inhabern gewährt. Auch die weiteren Entwicklungen der Plattform soll hiermit finanziert werden. 10% werden an Hauptbeitragszahler, den Core Contributors, vergeben, die das Protokoll entwickeln, basierend auf geleisteten Beiträgen. 5% werden als Airdrop an die Community ausgeschüttet, dafür werden mehrere Veranstaltungen gemacht. 2,5% wird im Marketing und Berater fließen, um das Wachstum anzukurbeln. 3% wird in die eigene Liquidität ausgeschüttet, um ausreichend Void oder und Shimmer zu haben. Das war das TangleSwap White Paper. Damit sind wir jetzt alle gut gerüstet, um TangleSwap zu erkunden und uns schon mal mental vorzubereiten, wo wir unser Geld reinstecken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.